Bei mir sitzt jetzt Frau Stöber von der Firma MBR. Frau Stöber, was genau ist das für eine Firma? Also MBR ist Hautpflege an der Grenze zur Medizin. Das Unternehmen wurde vor 11 Jahren gegründet in Zusammenarbeit deutscher Unternehmen, zusammen mit Ästhetikmedizinern und Dermatologen. Und ja, MBR hat es sich eben zum Maßstab gemacht, mit höchstmöglichen Wirkstoffen zu arbeiten, um die maximale Leistungskraft eben erzielen zu können. Was ist genau das Besondere an diesen Produkten? Also es gibt viele Besonderheiten natürlich bei MBR. Was uns eben so einzigartig macht, ist die Leistungskraft der Produkte, die Wirksamkeit und die hohe Wirkstoffkonzentration, sodass sie eben auch ganz schnelle sichtbare Ergebnisse erzielen können. Wir haben ganz tolle Neuheiten momentan. Und zwar haben wir eine tolle neue Pflege, die wir in einer Sondergröße rausgebracht haben mit 22-karätigem Blattgold und eine super neue Duftserie, passend zu jeder Pflege integriert. Was ist Ihre Produktphilosophie? Unsere Produktphilosophie ist öffnen, versorgen, schließen. Wir bereiten die Haut also vor, schleusen Wirkstoffe ein und schließen diese wieder, damit sie in der Haut dementsprechend arbeiten können. Was ist denn, was gibt es für eine Idee hinter diesen Produkten? Es ist damals also entstanden, als dieser Trend nach Deutschland kam, sage ich mal, der Ästhetikmediziner, Liftings, Botox, so diese ganzen Geschichten, das war ja früher noch ganz weit weg. Und als es damals zu uns rübergeschwappt kam von Amerika, waren die Ästhetikmediziner hier viel mehr gefragt. So, und da kam eben der Aufruf, dass man gesagt hat, wir müssen eine Kosmetik entwickeln, die diesen Ansprüchen der Ästhetikmediziner eben gerecht wird. Und daraufhin ist MBR entstanden. Warum haben Sie sich denn gerade hier die Global Art of Perfumery ausgesucht, um Ihre Produkte zu präsentieren? Auf der Global Art sind halt viele repräsentante Firmen, die also wirklich in unsere Kategorie auch reinpassen. Und auf den anderen Messen, wo wir bislang auch vertreten waren, sind nicht so viele interessante Marken für uns, weil hier das Potenzial auch einfach viel mehr gewährleistet ist für unsere Marke. Was sind denn die Herausforderungen für die Zukunft für Ihre Firma? Herausforderung ist, MBR noch etwas bekannter zu machen. Dass bald keiner mehr fragen wird, MBR, was ist das? Sondern jeder sofort weiß, ach, MBR, das muss ich haben. Das ist unser Ziel. Das hört sich gut an. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß, viel auf der Messe und viel Erfolg. Vielen Dank.